Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen heutigen JFD-Devisenradar 9:30 Uhr, 12. August. Wir schauen wieder auf den Devisenmarkt, der sich hier schon wieder zu Großteilen recht schwankungsfreudig zeigt. Gerade einige Paare aus dem ozeanisch-pazifischen Raum, speziell hier bei der Aussie und auch der Yen, zeigen hier schon starke Bewegungsschübe auf. Und wir hatten gestern auf der Startseite von Godmore Trader im FX-Bereich schon einmal etwas über den Euro gegenüber dem Australdollar lesen können, denn dieser überzeugt. Und dann gehen wir direkt mal hier in den Stundenchart zu diesem Cross-Rate-Pair. Dieser überzeugte bereits gestern hier mit einer sehr, sehr starken Performance. Hier einerseits Daten aus Australien selbst, die sehr, sehr schlecht ausgefallen sind. Dann im Nachgang hier die untertags stattfindende Aufwertung im Zuge der ja, Notenbankpolitik Asiens. Und genau da gab es ja heute praktisch schon wieder einen drauf sozusagen. Heute dann in der Nacht auch wieder Daten aus Australien, die der Markt hier wieder verschnupft aufnahm. Und infolgedessen ging es hier direkt wieder sehr, sehr stark nach unten für den Australdollar, was ergo für den Euro gegenüber dem Australdollar eine Aufwertung nach sich zog. Und wir sind jetzt hier, deswegen haben wir das Paar im Bild, an einem sehr, sehr interessanten Punkt angekommen. Denn hier allein schon im Stundenchart sehen Sie hier das Hoch vom Juli. Und wir werden uns das gleich im Tagesschau noch ein Stück weit näher ansehen. Denn neben dem Hoch vom Juli, was wir hier jetzt praktisch gerade touchieren, sehen Sie einen Horizontalbalken. Und da müssen wir direkt mal in den Tageschart genauer reinzoomen. Und da wird deutlich, dass neben dem Hochpunkt vom Juli hier auch im Dezember des letzten Jahres genau dieses heute just touchierte Level erreicht wurde. Zuletzt hier nochmal die blauen Tendenzpfeile, die hier sehr, sehr schön offenbarten, dass der Markt hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals eine sehr, sehr stabile Verfassung aufweist und das Währungspaar hier im Prinzip im Aufwertungsprozess begriffen ist. Die Frage ist eben nur, ob man hier zu günstigeren Preisen reinkommt, ähnlich wie hier der Bereich um 1,4650, 1,4675 wurde hier im Zuge dieses Abpralls an dieser oberen Trendlinie und des Rücklaufs nicht ganz erreicht, aber die untere Trendlinie erwies sich, auch wenn nicht touchiert, hier wieder als Stabilisierungsgradmesser und genau von diesem Level ausgehend. Im Zuge der aktuellen Rahmenbedingungen schoss der Preis dann natürlich hier stark empor. Aus aktueller Sicht kann man feststellen, dass es hier natürlich jetzt an diesem Widerstandsniveau um 1,5235 rund wieder zu einer Verschnaufpause kommen könnte. Das Währungspaar hat sich bislang heute 228 Pips bewegt. Das ist deutlich über den Schnitt, der sich hier im Bereich um 150 Pips bewegt. Also heute schon wieder ein Stück weit stark gelaufen. Aktuell sehen wir aber einen Rücklauf von diesem Level und da ist jetzt eben die Gretchenfrage, wie es jetzt hier weitergeht. Grundsätzlich wären Rücksetzer bis in den Bereich von rund 1,50 eine sehr schöne Ausgangssituation. Wir haben hier einen Supportbereich, der sich herleiten lässt aus vorherigen Juli-Hochs, diesem Juli-Tief hier. Dann noch Anfang August gab es eine Bestätigung dieses Levels. Das hier ist ein sehr, sehr schönes Niveau, um, wenn das Paar denn jetzt hier abprallt von 1,5235, hier wieder einzusammeln, das Ganze, beziehungsweise wenn es denn sogar noch tiefer geht. Das will ich nicht ausschließen, hier mit Staffelorders sozusagen reinzukommen. Dazu muss natürlich der Aussie eine Gegenbewegung starten, der Euro ergo dann auch noch ein Stück weit schwächer sein. Das sind die großen Fragen. Wir werden nachher in nicht allzu langer Zeit auch nochmal den Euro gegenüber dem US-Dollar im JFD Live Trading TV unter die Lupe nehmen. Seien Sie da einfach gespannt. Wir kündigen das ja immer per Streambeitrag 5 bis 15 Minuten vorher an, wenn wir online gehen, dann einfach auf dem Desktop verweilen und dann startet die Sendung automatisch, beziehungsweise später dann eh im YouTube-Channel oder in der Videobox nachzusehen. Da wollen wir uns den Euro gegenüber dem Australdollar nochmal anschauen, weil der nämlich auch sehr, sehr interessant daherkommt. Grundsätzlich jetzt hier aber zum Euro gegenüber dem Australdollar. Es wäre vornehmlich, wenn wir hier einen Rücklauf sehen, der sich wie gesagt als Einladung darstellen würde, um dann 1,5235 zu überwinden, was dann in der Folge eine weitere Aufwertung nach sich ziehen dürfte bis 1,55, 1,58 innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals. Gehen wir dazu nochmal jetzt vom Kleinen zum Großen sozusagen jetzt zum Wochenchart. Dann sehen wir hier aktuell das Widerstandslevel 1,5235 und das nächste Zwischenhochziel sozusagen wäre hier 1,58 31. Ja, das ist dann hier praktisch das Hoch
vom Januar 2014 und das wäre hier rein technisch gesehen eine Anlaufstation, die man jetzt vor Augen haben darf im Zuge dieses Aufwärtstrendkanals, der jetzt hier im Wochenchart nicht zu sehen ist, aber Sie wissen ja, wie der ausschaut, denn hier haben wir ihn im Tageschart und da ist auch 1,58 ein erstrebenswertes Ziel, wenn es denn hier zu einem Ausbruch bei 1,5235 kommt. Also wenn das Paar hier rüber geht, dann durchaus auch hier wieder eine Pullback-Chance. Skizziere das gerade mal, wenn der Markt hier sozusagen einen Rücklauf dann vollzieht nach dem Ausbruch, durchaus denkbar, dass es natürlich dann hier nochmal auch eine Pullback-Chance gibt. Jetzt muss ich aber erstmal das Währungspaar behaupten und eben dieses Niveau überwinden. De facto kann es auch direkt weiter nach oben gehen, dann Abprall hier um den Bereich 1,55 und dann Pullback. Das muss man sehen. Allerdings sind wir, wie gesagt, jetzt schon hier von den Auftaktniveaus der Woche hier schon deutlich nach oben geschossen. Und das ist natürlich jetzt hier eine gewisse Überspannung, eine gewisse Überdehnung. Und da kann man sich immer die Frage stellen, ähnlich wie hier Anfang Juli, dann hier nochmal Ende Juli, ob nicht dann hier immer noch korrektive Gegenbewegungen kommen. Das sollte man auch hier nochmal kurz darstellen. Innerhalb dieses Trendkanals gab es ja, wie gesagt, dann immer einen Bewegungsmove, eine Korrektur. Ein Bewegungsmove, eine Korrektur, ein Bewegungsmove, eine Korrektur. Immer wieder höhere Hochs, höhere Tiefs, wunderbar. Jetzt hier möglicherweise auch jetzt hier das höhere Hoch, um dann hier sozusagen ein tieferes Tief nochmal zu machen. Das wäre mal sozusagen auch ein gangbarer Weg, wenn wir direkt ausbrechen, weil Sie sehen, wir notieren ja hier wieder direkt an dem Level und die Stimmung, die gegenwärtige ist für den Aussie, für den Australdollar, so dermaßen schlecht, dass es auch direkt weiter nach oben gehen kann. Insofern will ich mal hier den tieferen Pullback als Staffelorder nicht direkt skizzieren, sondern das Ganze mal hier als solches darstellen, dass es hier eher zu diesem Szenario auch kommen kann. Ja, dass wir uns hier an dieser oberen Trendlinie entlang hangeln, was dann sozusagen ein solches Szenario skizzieren darf. Aber faktisch, Konsolidierung hin oder her, wir sind hier in einem sehr starken Aufwärtsmomentum und daran dürfte sich auch nichts ändern, solange das Währungspaar hier das letzte signifikante Low, müsste ich sogar anpassen, das war nämlich hier dieses Preistief. Dieses Tief hier vom 5. August bei 1,4729 nicht unterschreitet. Aufgrund des aktuellen Momentums könnte man sogar den Stopp unter die gestrige Kerze, Schrägstrich, wer es aggressiver mag, hier in dem Bereich um 1,49 platzieren. Da allerdings natürlich die Gefahr, falls es hier zum Rücksetzer an diese Trendlinie kommt, dass man abgeholt wird. Aber grundsätzlich das Momentum aktuell sehr, sehr bullisch und insofern Bullriding ist hier angesagt und was der Euro macht, speziell gegenüber dem US-Dollar, schauen wir uns dann wie gesagt in Kürze nochmals separat an. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag, ein gutes Händchen bei den aktuellen Bewegungen und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.